Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ETS 2 Mod Vorstellung hier auf Alpha Logistik. Heute schauen wir uns mal die neue Version vom Renault Range T von Glover an. Ist ein Paymod, kostet ich glaube 15 Euro. Ich habe ihn aber auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch den einmal holen, wenn ihr das wollt. Und wir gehen heute mal hauptsächlich auf die Änderungen vom neuen Update ein. Und zwar haben wir einmal eine neue Kabine bekommen, was cool ist. Ja, ihr seht's. High Evolution hatten wir schon immer, jetzt haben wir auch Low Evolution. Finde ich sehr, sehr cool, dass hier jetzt noch nachträglich reingekommen ist. Dann können wir, wenn wir uns das Low-Deck-Chassis aussuchen, mittlerweile auch die originale Seitenverkleidung anbringen. Das ging vorher anscheinend nicht. Dann lassen wir es halt mal beim Low-Deck heute. Ich bin eigentlich nicht so der Low-Deck-Typ, aber dann nehmen wir es halt. Painted Side Reflectors for High Cabin. Gut, das wird halt die große Kabine sein. Können wir aber auch mal kurz gucken, ob wir da was finden. Können ja gleich wieder auf die kleine Kabine zurückstellen. Das ist auf jeden Fall Angles Mods. Ich glaube, ja, hier, Paint Reflector. Dann sieht man ihn halt nicht. Gibt Orangen, gibt einen lackierten. Und hier steht Turbo Compound drauf. Entweder ich habe eine Version verpasst oder die sind auch neu. Aber die kleine Kabine hat keine Reflektoren, okay? Ja klar, die hat ja auch keinen. Ja. So, gut, wie auch immer. Ansonsten haben wir hier die ganz normalen Windabweiser und hier haben wir komischerweise den Lufteinlass von einem Renault Clio Williams. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist oder was es damit auf sich hat, das könnt ihr mir aber gerne unten reinschreiben, wenn ihr es wisst. Dann haben wir neue Felgen. Als ich aber eben versucht habe, die zu zeigen, in dem ersten Versuch das Video hier aufzunehmen, ist mir das Spiel abgerauscht, deswegen zeigen wir die jetzt mal nicht. Wir verpassen dem erstmal eine schöne Farbe, dass wir auch was sehen. Zum Beispiel hier so ein schönes Electric Orange finde ich gut. Und dann gucken wir mal weiter. So, die Frontmaske hier ist alles so geblieben. Ich passe mir den jetzt gerade nur mal ein bisschen an, bevor wir weiter auf die Änderungen aus dem neuen Update eingehen. Machen wir die einmal lackiert. Hier haben wir so einen Blindspot, also so einen Totwinkelsensor. Ich bin mal gespannt, ob der im Spiel auch funktioniert. Also ich habe anscheinend einige Updates verpasst, weil auch hier dieser böse Blick über den Scheinwerfer, den kenne ich auch noch nicht. Der steht aber nicht so im Changelog drin. Der ist mir aber auch neu. So, hier vorne könnten wir theoretisch noch so eine LED-Bar anbringen. Dann können wir hier unten einmal den Grill lackieren, wenn wir wollen. Das finde ich, sieht aber gar nicht mal so hübsch aus bei dem Renault. Hier haben wir dann auch nochmal Turbo Compound. Ja, Logos, Aufkleber, was auch immer. Ich gucke gerade nur nach der Option, weil ich glaube, man konnte auch mal das Renault-Logo, genau. Wenn wir nämlich das Renault-Logo lackieren, haben wir einen schönen Kontrast im Grill. Aber müssen nicht den ganzen Grill lackieren. Das finde ich ganz gut. Hier unten könnten wir noch eine Lippe dran machen, aber wir haben ja eh schon ein Low-Deck eigentlich. Ja, wobei, die Lippe ist ja auch nicht tiefer als das serienmäßige Aero-Kit. Oh, ich weiß, es sieht aber so ein bisschen nach Rise aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das hier geht schon eher. Dann nehmen wir das. So, gut, dann können wir hier an der Seite noch, dann können wir hier an der Seite noch unsere Zusatzbeleuchtung anbringen, natürlich. Ja. Dann können wir, gut, das war der böse Blick, das haben wir gesehen. Hier können wir dann alles mögliche anbringen, Fanschnell, Gut, Abfall, GLS, was auch immer. Da können wir uns dann was aussuchen, wozu wir lustig sind. Hier können wir dann natürlich auch nochmal so eine, ja, so einen Bügel anbringen, damit das hier auch alles schön durchgehend ist. Die Einstiege, die Auftritte, die Treppenstufen war das Wort, was ich gesucht habe, können wir natürlich auch einmal lackieren. Dann machen wir aber hier die Beleuchtung weg, dann sieht das hier cleaner aus. Dann können wir hier natürlich auch einmal den Türgriff lackieren und dann könnten wir hier noch natürlich einmal die Rathausverkleidung lackieren. So, Paint Full. Und dann können wir hier aber noch so eine kleine, ich wollte schon sagen, Einstiegsbeleuchtung anbringen. Also eine kleine Beleuchtung halt, so eine kleine Positionsleuchte für den Einstiegsbereich. Das ist der Innenraum, da gucken wir gleich nochmal drüber. Das sind die voll lackierten Spiegel. Convoy Exceptional Sign wurde geaddet. Ich weiß nur nicht wo, ich habe das bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber es müsste ja normalerweise, also bei den amerikanischen Trucks hängt es immer vorne irgendwo dran. Das ist auf jeden Fall ein weiterer Changelog. Ich finde ihn nur gerade nicht. Vielleicht hier. Aha, ja, da haben wir es. Okay, gut. Das können wir uns also einmal dran packen. Und was steht hier noch? Added Ladder with Convoy Exceptional Sign. Also quasi hier hinten irgendwie vielleicht. Ja, Ladder. Aha, ja. Okay, das funktioniert also schon mal auch. Was ist denn Truck to Desktop Dealership?
Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht, keine Ahnung. Das könnt ihr mir unten reinschreiben. Ansonsten ist, glaube ich, alles so ein bisschen gefixt worden. Sie haben an er hat an Kollisionsboxen gearbeitet und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt weiter keine großen Neuerungen. Aber wir gucken uns den trotzdem nochmal an, weil ich habe ja offensichtlich einiges verpasst. Ich habe den bösen Blick nicht mitbekommen. Ich habe, ja, ach komm, können wir doch mal machen. Ich habe den bösen Blick nicht mitbekommen, den der Truck offensichtlich bekommen hat. Und auch den toten Winkel nicht und so ein paar andere Sachen. Deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an, ob wir vielleicht noch irgendwas verpasst haben. Das machen wir dann natürlich in lackiert, damit das passt. Warte mal, aber jetzt fehlt uns natürlich noch hier hinten das. Ja, genau, das muss jetzt auch noch einmal lackiert sein. Dann sieht das gut aus. Jetzt können wir natürlich auch noch den Tank lackieren, ne? Also das ist geisteskrank. Also du kannst hier wirklich einiges machen. Du kannst ihn dir hier richtig schön im Tuning-Stil aufbauen. Ja, also hier wird eigentlich nichts ausgelassen. Gibt es die Leiter auch in lackiert zufälligerweise? Das finde ich gerade ganz cool. Hier können wir einmal 60, 80, 90 dran ballern. Hier können wir auch nochmal die Leiter anbringen. Dann können wir hier hinten auch noch so eine Custom-Bar dran schmeißen und sowas. Also das ist ganz cool. Der Truck hat wirklich sehr, sehr viele Optionen, hier irgendwas zu modden. Kabinendachbeleuchtung, Positionsleuchte quasi, können wir auch einmal lackiert haben, wenn wir wollen. Aber dann machen wir natürlich volle. Dann nehmen wir auch das hier in lackiert. Und ich überlege gerade, ich finde den Kontrast gerade gut. Sieht das in lackiert besser aus? Ja, komm, wir nehmen es mal in lackiert. Was war nochmal beim Spiegel? Ja, Spiegel kannst du voll lackiert, aber das will ja keiner. Das sieht ja nicht schön aus. Oh, das sind so viele Anbaupunkte hier. Ich werde sicherlich auch Sachen vergessen, auch sicherlich Sachen, die neu sind. Aber, so, komm, dann machen wir hier jetzt mal eine typischen Michelin-Männchen drauf. So, und dann können wir hier aber noch irgendwelche LEDs dran packen. Wenn ich irgendwelche LEDs habe, so kleine. Ansonsten müssen wir die standardmäßigen aus dem ETS nehmen. Ist auch kein Problem, bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone. Ja, komm, nehmen wir die hier. So. So, ups, das war falsch. Okay, haben wir das schon mal? Das ist aber auch der Innenraum. Ich muss halt hier so ein bisschen gucken, was ist von innen, was ist von außen. Naja, gut, das ist eine geöffnete Dachluke, die bringt mir natürlich nichts, wenn ich hier meinen Spoiler hinten drauf habe. Wo wir gerade von Spoiler reden. Ach, genau, den gibt es auch raised. Sehr gut. Weil, ich meine, wir haben ja hier gerade ein Low-Deck-Chassis. Theoretisch wäre raised gar nicht so schlecht. Aber ich finde, das sieht hässlich aus. Deswegen lassen wir den normalen dran. Hier können wir noch eine Positionsleuchte anbringen. Ja, komm, machen wir mal eine weiße Positionsleuchte dran. Wobei, orange passt besser, ne? Dann machen wir orange. So. Gut, ich will mich auch nicht zu lange aufhalten. Ich habe nämlich nicht zu viel Zeit zum Aufnehmen für heute. Wir haben auf jeden Fall noch Interieurbeleuchtung, nehmen wir mal weiß. Okay, nee, ich glaube, ich muss den Spoiler wegnehmen, wenn ich hier Tröten haben will. Dann lasse ich den Spoiler aber doch lieber dran, tatsächlich. In dem Fall. Bin immer ein Fan von Tröten, aber in dem Fall. So, hier den Spiegel können wir natürlich auch noch lackieren. Den lackieren wir auch voll. Und ich glaube, den Spiegel hier, den können wir auch lackieren. Jawohl. Dann würde ich noch gerne gucken, was unsere Sonnenblende so kann. Genau, dann haben wir die einmal hier mit Schriftzügen. Wir haben die auch hier einmal in lackiert. Aber ich finde tatsächlich den Kontrast mit dem Schwarz ganz gut. Gibt es hier noch einen Renault Trucks Schriftzug oder so drauf? Ne, gibt es leider nicht. Okay, nee, dann lassen wir die so, wie es ist. Weil ich finde hier den Schriftzug mit der schwarzen Sonnenblende und mit dem schwarzen Kühlergrill unten, den finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, von außen haben wir alles gesehen, was wir sehen müssen. Zumindest das Wichtigste. Eine Sache können wir aber noch machen. Wir können das hier auch noch. Wobei, da fand ich den schwarzen Kontrast eigentlich auch ganz gut. Ja, komm, lass mal schwarz. So, gucken wir kurz in den Innenraum. Ob sich hier irgendwas verändert hat, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Aber hier sieht alles so aus wie eh und je. Ja, können wir hier unser Red Bull reinstellen. Hier unseren Krempel parken. Hier können wir theoretisch diese roten Zierdinger wegmachen. Das können wir hier auch im Prinzip, wenn wir wollen. Aber ich finde die geil, deswegen lassen wir die natürlich drauf. Hier ist alles normal. Hier ist auch alles normal. Abstellfläche, alles so wie immer. Können uns alles Mögliche an Krempel hier drauf packen. Renault Trucks Fußmatten finde ich sehr, sehr gut. Oder Basic, aber wir nehmen natürlich Renault Trucks. Ja, hier können wir auch alles so wie immer machen. Wir haben hier natürlich dann auch wieder verschiedene Sitze. Das kennen wir ja auch schon. Basic exklusiv. Das ist außen. Ja, die ganzen Kissen und sowas, das kennen wir alles schon. Ich glaube, im Innenraum hat sich dann tatsächlich nicht wirklich was getan. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist dann, ob wir wirklich so eine Art Tod. Ja, gut, das ist Quatsch. Ob wir wirklich so eine Art Totwinkelwarner haben. Das werden wir gleich im Spiel herausfinden. Wir können uns eine Weste reinhängen, wir sind Franzosen. Okay. Alles so wie immer hier, alles so wie immer hier, okay. Gut, ich muss mich halt gerade wirklich ein bisschen beeilen. Ich habe nicht allzu viel Zeit, deswegen beeile ich mich hier gerade ein bisschen und vielleicht übersehe ich auch irgendwas, aber soweit ich das sehe, ist hier alles wie vorher auch.
Und man kann sehr, sehr viel im Innenraum machen, hat sehr viele Möglichkeiten hier. Nehmen wir doch die schwarzen Griffe, das sieht anständiger aus. Und hier können wir doch. Oh, ein Subwoofer. Ja, komm, Subwoofer. Können wir verschiedene Positionen von den. Ja, ist klar. Gut, ich glaube, das war alles. Also zumindest alles Wichtige. Ich habe mir den Innenraum ja schon mal genauer angeguckt. Hier die Einstiegsleiste können wir noch aus Alu haben, das ist mir natürlich sehr wichtig. Aber ansonsten. Hornrope, cool. Ansonsten dürfte es, glaube ich. Oh, Windabweiser, schön. Das dürfte es dann aber gewesen sein. Wir bestätigen das Ganze einmal. Wie viel Uhr habe ich in. Haben wir in Real Life? Oh, ich habe tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte. Was sehr gut ist. Deswegen kaufen wir den jetzt einfach mal. Ich hätte fast außerdem meinen Magnum in Zahlung gegeben. Das wäre natürlich fatal gewesen. Ich hätte nie wieder ETS gespielt. Ich muss nur mal gucken, wo kann ich meinen Magnum denn hinabschieben eigentlich. So. Oh, ich finde das Orange schon irgendwie cool. In Verbindung mit dem Lowdeck und dann hast du das lackierte Logo. Ja, ist schon geil. Ist schon geil. So. Wir machen das Ding einmal an. Also wie gesagt, wenn ich jetzt ein Totwinkelding nicht finde, also wir haben auf jeden Fall den Sensor und mittlerweile haben es einige Trucks, also Mods sowie auch SCS-Trucks im ETS und ATS, so dass der auch funktioniert. Wenn der jetzt hier funktioniert und ich ihn nicht finde, dann schreibt es mir gerne unten rein und wenn er einfach noch nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja auch nicht so wild. Sieht ein bisschen komisch aus, der Blick im Spiegel. Warte mal. Na, wobei, der. Nee, ich habe keine Ahnung, was das Orange da im Spiegel ist. Ist ja auch egal. Wir fahren auf jeden Fall noch eine kleine Runde. Wir können natürlich alles wie gewohnt hier unser Infotainment durchschalten. Das kennen wir ja so. Im Renault Range T, also ich glaube, das liegt tatsächlich nicht an Glover, sondern allgemein am Renault Range T von SCS auch, kann man tatsächlich kein AdBlue mehr haben und deswegen gedrosselte Motorleistung. Haben das mir ein, zweimal passiert. Entschuldigt mich, dass ich jetzt über die roten Ampeln heize. Ich suche im Prinzip nur noch nach einer Gelegenheit, irgendwo meinen Totwinkelsensor auszuprobieren. Ich wüsste aber auch gar nicht, wo man den hier im Renault sehen sollte tatsächlich. Also wir haben ja jetzt hier keine LEDs irgendwo oder auch nichts in den Spiegeln oder sonst irgendwas. Vielleicht haben wir nur ein akustisches Geräusch. Also vielleicht gibt es in der Realität nur ein akustisches Geräusch. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt aber auf jeden Fall mal hier neben das Polizeiauto. Lassen uns wahrscheinlich auch noch blitzen. Wir fahren nicht neben das Polizeiauto. Wir machen es anders. Wir fahren jetzt auf den Parkplatz von Renault Trucks da vorne. Da, wo wir gestartet sind. Wir sind also einmal Stadtrundfahrt Prag haben wir jetzt einmal gemacht. Und stellen uns da mal provokant irgendwo hin. Dass ein Totwinkelsensor, wenn er da wäre, eigentlich ausschlagen müsste. Aber ich glaube tatsächlich, der ist nicht umgesetzt. Und das ist ja auch nicht so schlimm. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Und ich denke, das wird auch nicht das letzte Update gewesen sein. Also vielleicht kommt da irgendwann mal irgendwas. Aber es ist natürlich eine Kleinigkeit. Viel wichtiger sind vor allem die kleine Kabine, die wir jetzt in dem neuen Update bekommen haben. Die ist natürlich mega geil. Und aber auch die ganzen Geschichten mit. Böser Blick, den es mittlerweile gibt und sowas. Das finde ich ganz cool. Und ansonsten sind halt hauptsächlich Kleinigkeiten dazugekommen. Der Reflektor, okay. Die Seitenverkleidung für Lowdeck-Chassis finde ich noch cool. Williams Clio Air Intake verstehe ich halt wirklich. Es muss sich um irgendeinen Insider handeln oder irgendwas, was ich nicht verstehe. Und dann ist das auch okay. Also ich kenne natürlich den Clio Williams, ja. Ist einer der geilsten Hot Hatches aus den 1990ern. Aber was der Haubeneinlass vom Clio Williams hier auf dem Renault Range T zu suchen hat, da bin ich mir nicht sicher. Kann man die Sattelplatte eigentlich lackieren? Bei manchen Mods geht sowas. Ich weiß nicht, ob es hier geht. Oh, die Reifen glitschen ein bisschen durch. Vielleicht hätte ich kleinere Reifen nehmen sollen. Ah, theoretisch können wir den ja. Okay, nee. Wenn du Low Deck hast, kannst du nicht noch weiter absenken. Dann ist das hier tiefste, wo geht. Okay, so glitscht es mir aber zu viel. Heben wir den noch ein Stück an. Wobei doch, klar. So tief war er eben gar nicht. Okay, ist ja auch wurscht. So passt es auf jeden Fall. Ich finde das Update gut. Ich empfehle euch auch nach wie vor den Mod von Glover. Ihr habt ja gesehen, der bringt viele Tuning-Möglichkeiten mit. Der bringt zwei verschiedene Kabinen mit mittlerweile. Low Deck. Ihr könnt auch Wechselbrücken fahren. Geht alles. Ihr könnt euch im Innenraum viel konfigurieren, ihr könnt euch außen viel konfigurieren, ihr habt Farben mit dabei, ihr habt Skins dabei, ihr habt
alles. Ja, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr umfangreicher Mod. Und wenn ihr sagt, ihr seid bereit, Geld für einen Paymod auszugeben, dann nehmt doch den hier. Finde ich gut. Empfehlung von mir hat er auf jeden Fall, auch das neue Update finde ich gut. Macht, ja, eins nach dem anderen. Das soll es aber für dieses Video erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Eure Meinung zu dem Glover Renault gerne unten rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.